wir werden dieses Gleichungssystem algebraisch und geometrisch lösen. Wenn wir die zweite Gleichung durch minus 2 teilen, so erhalten wir zweimal dieselbe Gleichung. Das System besteht also nur aus einer einzigen Gleichung. Das ist die Gleichung einer Geraden. Wir stellen diese dar anhand einer kleinen Wertetabelle. Wenn wir in dieser Gleichung x durch 1 ersetzen, so finden wir für y auch 1. Das bedeutet, dass der Punkt mit Koordinate 1, 1 zu dieser Geraden gehört. Wenn wir in dieser Gleichung x durch 4 ersetzen, so erhalten wir für y 3. Also gehört der Punkt mit Koordinate 4, 3, dieser Punkt, ebenfalls zu dieser Geraden. Wir haben zwei Punkte, also können wir diese Gerade zeichnen. Die Koordinate von jedem Punkt dieser Geraden ist Lösung von dieser Gleichung, also von diesem Gleichungssystem. Und deshalb schreiben wir die Lösungsmenge so auf: Die Lösungsmenge, das ist die Menge aller Zahlenpaare xy, die diese Gleichung erfüllen. Es gibt deren unendlich viele und deshalb sagt man, dieses Gleichungssystem sei unbestimmt.